Sind wir schon live? Wir sind live. Ich ohne Brille. Ein ganz seltenes. Von dem hier, oder? Wie hat Irina gesagt, von dem hier? Sind Sie irritiert von dem hier? Von was? Von? Von dem hier. Von dem Gesicht. Von der Irina, weißt du, von gestern. Ach so. Von der Traurednerin. Weil die so Ja. hübsch ist. Das war aber auch cool. Also, ne, die hatte so eine coole Stimme. Das hörst du einfach schon so. Voll. Das ist deine Trauredner. Das passt wie die Faust ins Auge. Volle Ja. Kanne. Also ich habe die kennengelernt letztes Jahr auf einer Hochzeit und das hat gleich gepasst irgendwie. Und dann haben wir uns auf der Messe nochmal gesehen, wo wir zusammen ausstellen in Neu-Ulm. Und das hat super gut gepasst. Und man glaubt es nicht, das ist kein Scheiß. Das muss ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Sind wir schon live eigentlich? Ja, wir sind schon live. Wir sind schon Ach du live. Scheiße! Sind auch schon 60 Leute drin. Und zwar Hallo Annale, hi, erstmal. die Irina ist nämlich Jägerin. What? Ja, die ist Jägerin. Und jetzt pass auf, Krass. die hatte verschiedene Ausbildungen. Und der Witz ist, Nee. die hatte 2 Wochen Urlaub vor ein Aha. paar Jahren. Und dann hat sie gesagt, okay, sie möchte gerne was in ihrem Urlaub machen, bla bla bla. Und dann hat sie gesagt, sie geht zum Bestatter. Dann hat die beim Bestatter dann ein Praktikum, hat sie angerufen, hat gesagt, sie möchte gerne ein Praktikum machen, eine Woche lang. Und dann hat er gesagt, ja, klar, können wir machen. Dann war die aber nicht, dann hat die gesagt, sie möchte aber nicht ins Büro. Da war sie erst ein paar Tage im Büro und dann hat sie sich beschwert und hat gesagt, nee, sie möchte das nicht. Sie möchte gerne in die Werkstatt. Ja. Das glaubt man nicht bei diesem kleinen, zierlichen, hübschen Ding, dass die da Als Jäger. Jägerin ist. Oh Ja, Mann. der Hammer. So, Also sehen die Leute uns schon oder? Nee, noch ja, nicht. ja, ja. Ach Wir so, doch, ja. haben jetzt hier schon aus dem Nettkästchen Ich geprappelt. habe extra aufgeräumt. Ja, denn. Also, super. Ich mache jetzt auch, ich tue mich gleich wegschalten. Hier ist der Rossi, Hallo, hallo, hi. auf den viele Ja. gewartet haben. Wir haben hier sehr, sehr viele Anmeldungen gehabt. Ja, Bin mal das gespannt, wie scheint viele Leute kommen. beachtlich. Also 150 müssen es werden, ne? Sonst schmeiße ich mal einen Blitze weg. Da Das glaube ich dir nicht. sind wir schon bei 90. Ach du heilige Scheiße. Genau. Ja, cool. Rossi erzählt über das Thema. Wie ich auf Hochzeiten blitze. Wie ich auf Genau. Hochzeiten blitze. Und ich Ja. lasse dir einfach jetzt die Stage, Rossi. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Und wir sehen uns Dankeschön. später. Und ich schalte mich später nochmal rein zur Fragerunde. Alright, dann bis gleich. Jo, hallo, hi zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie mich schon kennen, ob ihr mich schon kennt. Ich bin der Rossi, bin Hochzeitsfotograf, und ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist so ein bisschen mein Credo geworden, so in den letzten 3 Jahren, kann man sagen. Ja, ich fotografiere, wie gesagt, super gerne Hochzeiten. Momentan klappt das ja nicht so gut, ne? Aber ich habe wie sag mal, meine Ausweichblitzmöglichkeiten gefunden. Dazu kommt aber später, erzähle ich euch später mehr. Und ja, wie man sich denken kann, ich sehe nicht nur was, was du nicht siehst, sondern ich bin auch noch blitzsüchtig. Ein bisschen. Und übrigens, gleich ganz vorneweg, wenn ihr Fragen habt, schreibt so bitte in den Chat. Ich versuche zwischendurch mal in den Chat reinzugucken. Ich weiß nicht, ob ich alle Fragen direkt beantworten kann, weil es wird ein ziemlich knackiger Vortrag. Ich habe ungefähr 60 Seiten, jetzt sind es nur noch 58. Und versuche natürlich so viel möglich zu beantworten. Und wichtig vorneweg, das ist natürlich kein Ersatz von Workshop, sondern ich versuche euch einfach mal zu vermitteln, ne, mein Mindset, wie ich auf Hochzeiten blitze, meine Herangehensweise. Erzähle euch ein bisschen was über mein Blitzcredo, meine Motivation, typische Fehler, die man macht beim Blitzen. Und natürlich, ja, habe ich 14 Sheets vorbereitet mit verschiedenen Techniken, wo ich ein bisschen an einem Beispiel erkläre, was für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten es im Endeffekt gibt. Und dann erzähle ich euch noch was später über die 4 Faktoren, um die es eigentlich geht beim Blitzen. Ein bisschen über das inverse Lichtabstandsgesetz, was gar nicht so kompliziert klingt, als es ist. Was gar nicht so kompliziert ist, als es klingt. Und natürlich dann ein kleines Fazit. Und am Ende habe ich noch ein kleines Goodie für euch. Okay, ja, legen wir los. Und starten gleich mal mit meinem kleinen Aufmacher, der da heißt, ja, I don't do safe shots. Und ist tatsächlich so, weil, soll ich sagen, also ich habe mit der Blitzerei, oder fange erstmal so an, eine kleine, ne, Story, wie ich angefangen habe. Das kommt ja nicht von nichts, sondern ich habe schon früher geblitzt. Allerdings hat mich, wie soll ich das sagen, ich habe immer schon geblitzt, allerdings ohne zu wissen,
warum ich das tue und was ich eigentlich genau mache. Ich habe einfach nur geblitzt, weil ich dachte, hey, das ist cool und ich will blitzen und ich wollte das auch mal machen. Und warum ich keine Safe-Shots mache, dazu später mehr. Fangen wir erstmal am Anfang an. Und zwar war das am Anfang so. Ich habe, wie gesagt, Blitzfotografie hat mich schon immer total fasziniert, weil ja, es war allerdings für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe es einfach nicht kapiert. Ich habe gedacht, hey, das ist doch Hexerei. Kapiere ich nicht, kann ich nicht. Das gibt es doch gar nicht. Wie machen die das? Und für mich waren halt immer schon so Vorbilder damals, schon der Steven Herrschaft zum Beispiel, Heiko Schmidt, vor allem, mit dem ich auch meine Workshops gebe inzwischen, Andreas Pollock, Carsten Scherzer oder Two-Man. Übrigens werde ich euch nachher auch noch im Facebook-Thread die ganzen Links, die wichtigen Links zu den Leuten, die wichtigsten Links, die ich generell hier noch auf Lager habe, nachher noch posten, weil ich es wahrscheinlich nicht schaffe, die jetzt gleichzeitig in den Chat zu schreiben, dann komme ich total durcheinander. So, und ja, dann habe ich die ganzen Leute, die Bilder gesehen und dachte mir so, scheiße, wie machen die das? Ich will das auch können. Und irgendwann habe ich dann angefangen, einen Aufsteckblitz zu holen, ne? Auf die Kamera drauf, habe dann ein bisschen mit Drag Shutter probiert zu arbeiten, das heißt, ne, Blitzen, Verschluss bleibt offen, Licht kommt auf den Sensor und so schöne Verwischungen. Allerdings habe ich dann immer auf im AV-Modus fotografiert. Und ja, es war anfangs, also es war irgendwie nichts. Sagen wir im Nachhinein, wenn ich mir die Bilder angucke, dann kommt mir das Grausen. Ja, ich hoffe, es sieht jetzt keiner der Brautpaare. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, wie das aussah, als ich 2013 angefangen habe zu blitzen. Und das war dann so. Blitzen 2013. Ja, Fail. Blitzen um des Blitzens willen. Ich habe da alle Fehler gemacht, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und das Posing, okay, wollen wir gar nicht von reden. Und ja, wie man sieht, ne, volle Kanne auf die Braut drauf. Ich glaube, ich habe eine Softbox genutzt. Allerdings hat die dann irgendwie, also es war so flaches Licht. Es war nachmittags und ich dachte, hey, ich brauche eine Softbox auf, weil das ist voll cool mit dem Blitzen und das sieht einfach geil aus. So, ich glaube, das Brautpaar war wohl auch zufrieden. Ne? Aber naja, war doch nichts. 2014. Eine Frage an mein 2014er ich. Warum? 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 Das dieselben Fehler. Ich habe immer noch nicht gewusst, was ich mache. Ich habe einfach eine riesige Softbox aufgebaut und bam drauf. Und weil ich dachte, das ist irgendwie cool. Bräutigam steht irgendwo im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, warum er da steht und was ich mir dabei gedacht habe. Es wurde allerdings nicht wirklich besser. 2015, naja, okay, bisschen besser schon, aber irgendwie auch nicht so das Wahre. Wenn ich Vergangenheit reisen könnte, würde ich mich selbst ohrfeigen. Und dann 2016, nein, verdammte Axt. Es war wirklich an der Zeit, endlich richtig blitzen zu lernen. Ich habe da einfach, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe wieder den Drag Shutter benutzt, aber wieder auf der AV-Blendenautomatik. Und herauskommt dann sowas. Und warum das Bild schief ist, ich weiß es bis heute nicht. Also das war nichts. So. Was time for change. Es war wirklich Zeit, das Ganze irgendwie mal komplett neu anzugehen. Und ich wollte das endlich erlernen. Habe mir gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich setze mich jetzt im Winter hin, 2016 auf 17. Habe dann frei nach Schelge Schneider Lernen, Propernen praktiziert. Habe mir das alles reingezogen an Wissen, was es irgendwie geht. Und da kommen wir schon zum nächsten. Das wäre nämlich dann ja meine Inspiration. Woher das eigentlich kommt, was mich inspiriert hat, so zu blitzen, wie ich heute blitze. Das ist zum einen, vielleicht sagt euch das hier jemand was, Philipp Lorca de Corsier, ein Amerikaner, der damals Großstadtszenen mit aufwendig installierten Blitzpfeilen aufgebaut, fotografiert hat. Der hat nämlich zufällig vorbeilaufende Passanten in ihrer, ne, durch Blitzlicht isoliert. Der hat quasi Blitzfallen aufgebaut und hat die Leute direkt, ja, so aus der Umgebung isoliert. Und das Ganze, das fand ich damals Anfang der 2000er, wo ich in der Uni Master studiert habe, fand ich das extrem faszinierend. Und irgendwie war das so mein allererster Kontakt mit der Blitzfotografie. Das war so das, wo ich dachte so, okay, cool. Also es ist relativ subtil, aber schon irgendwie irreal. Das war so das Erste, was mich schon vom Hocker gehauen hat damals. Und dann natürlich, man kann sich vielleicht denken, Film Noir.
Filme, das Filmgenre ne, aus den so Mitte, Anfang der 40er bis Ende der 50er, was sich auszeichnet durch gezielten Einsatz von Licht zur, ja, zur Lenkung des Zuschauerblicks. Starke Schattenwürfe, ganz wichtig. Und ja, diese extremen Kontraste, das hat mich total fasziniert. Und irgendwie zieht sich auch so dieses Film-Noir-Genre, es zieht sich bei mir irgendwie auch durch sehr viele Bilder so ein bisschen durch. Dazu gibt es noch ein schönes Zitat von John Elton, das ist ein Kameramann von damals, einer der coolsten Kameramänner eigentlich aus dem Film-Noir-Genre. Der hat mal gesagt, it's not what you light, it's what you don't light. Das heißt, es geht eigentlich nicht unbedingt darum, was man ausleuchtet, sondern darum, was man nicht ausleuchtet. Und das ist schon etwas, was man auch immer so ein bisschen im Kopf dabei behalten sollte. Dann, unglaublicher Typ. Also das ist das Buch im Endeffekt, mit dem ich, das mir die Augen geöffnet hat, kann man sagen. Das ist Roberto Valenzuela, auch ein, aus Amerika. Sehr, sehr didaktisch talentierter Fotograf, der eine richtig geile Art hat, Sachen zu erklären einfach. Und das Buch heißt Perfektes Licht mit System oder auf Englisch Perfect Picture Lighting oder so heißt das. Er hat eine sehr analytische Art, Dinge zu erklären und bringt die wirklich auf den Punkt, kann wirklich gut herunterbrechen. Das haben wir damals auf CreativeLive.com angeguckt, nicht zu verwechseln mit Creative Love. Da gibt es ein Videotutorial und dann habe ich mir das Buch geholt, habe mir das alles reingezogen, wie bekloppt. Und irgendwie hat das dann bei mir etwas ausgelöst. Ja, und das ist auch lustigerweise eines von den ersten Blitzbildern, die damals entstanden sind, 2017. Kommen wir zur Motivation. Warum, was mich motiviert, überhaupt zu blitzen? Weil, wie gesagt, früher am Anfang war das eigentlich das Blitzen um das Blitzen selber willen. Das heißt, ich dachte so, ja, ich blitze, aber ich weiß eigentlich nicht, was ich mache. Weil Blitzen ist irgendwie cool. Ja, ich blitze jetzt einfach. So, zack, blitzen. Ohne zu wissen, was man eigentlich macht. Dann, als ich das alles so ein bisschen mehr kapiert habe und das Licht an sich versucht habe zu verstehen, habe ich dann wirklich auch gemerkt, warum ich eigentlich blitzen will. Und zwar geht es hauptsächlich darum, dass ich mich komplett unabhängig machen will von jeder nur denkbaren, miesen Lichtsituation. Und dazu kommt, dass ich das Glück hatte, oder Pech, wie man es nimmt, auf Hochzeiten immer in die wirklich beschissensten Lichtsituationen reingeworfen zu werden. Das heißt, ich hatte von Anfang an keine andere Wahl, als irgendwie gnadenlos zu scheitern oder wirklich irgendwie was rauszuhauen. Und so ist es tatsächlich, hat das mit dem Blitzen angefangen. Und ja, meine eigene Vision natürlich zu verwirklichen, das war auch so meine Idee. Ich wollte einfach die Dinge so zeigen, wie ich sie sehe und nicht so, wie sie wirklich sind. Weil ich sag mal, die Realität ist mir schon, die ist mir zu real, zu langweilig genug. Und natürlich Punkt 3, Drama, Baby, Drama. Also ich liebe einfach dramatisches Licht, wie gesagt, wieder, ne, Film Noir. Und ja, da kommen wir nämlich schon zu meinem Blitz-Mindset, was auch ganz wichtig ist. Denn für mich gibt es ein paar Punkte, die für mich essentiell sind, die sich bei mir durch meine ganze Art zu fotografieren ziehen. Das sind zum einen die Überzeugung, Blitze sind available light. Man sagt ja so, na, ich fotografiere nur available light. Nee, für mich sind Blitze auch available light, einfach weil Blitze ständig verfügbar sind. Und für mich bleibt Licht Licht, ob es jetzt aus der Sonne kommt oder aus dem Blitz, das ist mir scheißegal. Und mich allein auf vorhandenes Licht zu verlassen, wäre meiner Ansicht nach grob fahrlässig. Es gibt keine Ausreden dafür, nicht zu blitzen. Ich habe früher immer gehört, ich höre manchmal auch immer noch Kollegen, die dann sagen, das ist zu kompliziert, das dauert zu lange, ich habe keine Zeit. Aber nach meiner Sicht sind das einfach bequeme Ausreden, um sich dafür zu drücken, sich nicht mit Blitzen auseinanderzusetzen oder sich mit Blitzen auseinanderzusetzen. Und meiner Meinung nach sind die Dinge immer nur so kompliziert, wie man sie zulässt zu sein. Deswegen geht es darum, dein eigenes Blitzmantra zu verinnerlichen, ist positiv an und denk nicht so, ach, die Knöpfe hier und das da, sondern nee, immer fokussieren, was willst du machen? Und klar, Zeit ist immer. In dem Fall zum Beispiel bin ich mit dem Bräutigam einmal nochmal 5 Minuten um den Block gefahren in seinem kleinen Alfa Romeo Spider, wo überhaupt kein Platz war. Und irgendwie habe ich es dann mit ein paar Shots hingekriegt, so das Bild zu kriegen, was ich haben wollte. Und das heißt für mich einfach, es gibt keine Ausreden. Wenn ich blitzen will und ich habe eine Idee, dann will ich es auch durchsetzen. Da bin ich einfach wirklich total perfektionistisch und vielleicht auch ein bisschen stur.
Ja. Wie gesagt, immer dran denken, das menschliche Hirn ist stinkfaul und extrem kreativ darin, einem selbst Steine in den Weg zu legen. Ich blitze mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist auch so ein Ding. Das Leben ist mir, wie gesagt, schon real genug. Ich will meine eigene Realität im Bild erschaffen. Und mit Blitzen kann ich einfach für diesen extra so Bam-Wumms sorgen. Ne? Manchmal braucht es wirklich nur einen einzigen Blitz und du hast eine komplett eigene Welt kreiert. Für mich sind Blitze im Endeffekt wie Pinsel. Das heißt, wie ein Werkzeug. Das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und nicht die Pinsel selber sind so das Magische oder Komische, Seltsame. Das sind einfach nur Werkzeuge. Das Endergebnis ist das, wo du dann die Leinwand siehst und denkst so, what the fuck, wie hat der Maler das gemacht? Ne? Und so ungefähr sehe ich Blitze. Blitze sind für mich im Endeffekt Pinsel, mit denen du einfach ein Bild malst. Und hier im Endeffekt habe ich ganz einfach nur einen einzigen Blitz auf die beiden blitzen lassen. Ich bin ganz tief gegangen, ich habe durch ein Blumenbeet fotografiert. Der Hintergrund war total dunkel. Und hätte ich den Blitz nicht auf die beiden gerichtet, dann wären die total abgesoffen. Dann wäre das halt nicht so geworden, wie ich das im Kopf hatte. Und Bianca, ob ich nachher Beispiele meiner Sets zeige? Ja, einige. Es kommt auf jeden Fall gleich noch was. Kommen wir noch zum ganz, ganz, eigentlich der allerwichtigste Punkt, der für mich sich durch ganz, ganz, ganz viele Bilder durchzieht, ist das Visualisieren. Das ist für mich das Zauberwort in der Blitzfotografie. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass ein Bild schon im Kopf entsteht. Also ich sehe eine Situation und dann sehe ich schon, wie das Bild fertig aussehen könnte. Das heißt, ja, das ist wie für mich wie ein Malen nach Zahlen oder vielleicht auch ein Kuchenbacken, wobei ich selber keinen Kuchen backen kann. Aber das Prinzip ist dasselbe. Du hast ein Rezept, du weißt, welche Punkte du abarbeiten musst, um zum Ergebnis zu kommen. Und das ist für mich das Visualisieren, was ich meine. Visualisieren geschieht irgendwann von selbst. Und ich glaube auch wirklich daran, Fantasie ist trainierbar. Das ist, wie gesagt, das Vorher. Und was dabei rausgekommen ist, wie ich es im Endeffekt gesehen habe, ist dann das hier. Das heißt, es ist immer dasselbe Prinzip. Kill all ambient light, das ist auch so ein Rezept, das sich bei mir überall durchzieht. And bring in the flashes. Das heißt, ich unterbelichte das Umgebungslicht und dann hole ich die Blitze dazu. Und der Rest ist einfach nur noch Feintuning, ein bisschen Feinarbeit, eine Wahl zwischen solchen Grid nehmen, solchen Snoot nehmen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber tatsächlich ist das auch gibt es da eine Technik, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Blitzhack, mit dem man dieses Sehen ganz gut trainieren kann. Das mache ich eigentlich auch permanent. Ganz einfach die Augen zu kneifen. Also wenn ihr, egal wo ihr jetzt sitzt, guckt mal, das Fenster scheint da raus, zum Beispiel da ist ein Fenster oder sonst eine Lichtquelle, kneift man die Augen ganz, ganz feste zu, sodass man wirklich nur so ein kleines Stückchen sieht. Dann werdet ihr merken, dass alles so ein bisschen dunkler wird. Die Abstufung zwischen hell und dunkel, die werden prägnanter und die Kontraste werden krasser. Das hilft mir ungemein, das Visualisieren zu trainieren und ein Gefühl für das Licht zu bekommen. Und deswegen, Gäste gucken manchmal komisch, ne? Wenn ich auf einer Hochzeit bin, ich laufe dann da so rum, ich mache dann wirklich auch so dieses Framing, so mit der Hand, guck mir das an, knaff die Augen zu und die Gäste denken wahrscheinlich, ich habe sonst wie einen Schaden, aber im Endeffekt ist das nichts anderes, als mir mich auf das Licht, auf die Situation einzulassen, mir vorzustellen, wie das Bild im Endeffekt aussehen könnte. Das Licht zu sehen, die Kontraste zu sehen und die ganzen Abstufungen besser wahrzunehmen. Ja, wie anfangs schon gesagt, no safe shots. Die allerersten Hochzeiten habe ich wirklich angefangen. Ich bin total ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte dann zwei Blitze am Anfang und habe mir gesagt, ich mache das jetzt einfach. Ich habe mir gedacht, so ja, es gibt, also wie soll man das erklären? Ich habe mir gar nicht mal die Möglichkeit gegeben, Safe Shots zu machen, sondern ich habe einfach eine Idee gehabt. Ich habe dann gesagt, okay, ich will jetzt das machen, also muss ich das machen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Und habe dann einfach Risiko gefahren. Das heißt, das ist auch ein gewisses Mindset wieder, was für mich bedeutet, das eigene Scheitern bewusst in Betracht zu sehen, das hat mich immer fokussiert und konzentriert gemacht. Das heißt, mein eigenes Gehirn hat mich eigentlich selbstständig in den Arsch getreten. Und ich bin halt aber auch ein Typ, wenn ich Stress habe, Zeitdruck, Hektik, dann macht mich das erst kreativ, weil irgendwie ich gezwungen werde, irgendwas aus dem Kopf so an Ideen rauszuquetschen. Ich glaube auch, dass man das irgendwie trainieren kann. Was ich zum Beispiel auch, ein anderer Tipp, was ich immer mache, ist, egal wo ich bin, beim Einkaufen, draußen, wie auch immer, ich gucke mir
ich gucke mir das Licht an, ich gucke mir im Supermarkt das Licht an, ich gucke mir die Reflexionen auf den Oberflächen an, ich gucke mir an, wie Licht auf welche Oberfläche was für einen Effekt hat. Lauter solche Sachen. Also egal, wo ich bin, ich gucke mir ständig das Licht an und das ist ein permanentes Training, was ich mache. Ob ich jetzt beim Einkaufen bin, mit dem Hund draußen, scheißegal. So lernt man einfach ein Gefühl für ein Licht zu bekommen. Und das ist das ganze Geheimnis. Kommen wir zu den typischen Fehlern und typischen Blitzmythen in der Blitzfotografie, wie ihr am Anfang gesehen habt. Punkt 1, volle Kanone mitten in die Fresse. Frontales Blitzen ist einfach sehr zweidimensional, macht sehr flaches Licht und hat für diesen Todesdreh auf Landstraße-Effekt. Also dieses so BÄM und ja. Und da war es das dann im Reh. Das ist dann nicht so schön, ist einfach zu flach. Also nicht unbedingt immer ein Blitz auf die Kamera oben drauf, sondern auch gern mal indirekt blitzen, dreidimensional denken und nicht von vorne immer BOOM drauf. Ja. Ganz oft gemachter Fehler, den ich selber auch jahrelang gemacht habe, Softbox und 12.000 Meter Entfernung. Weil ich dachte, ja, Softbox, die macht weißes Licht, dann stehe ich die aber nicht 10 Meter weiter weg, weil das ist absolut sinnlos. Und es schmerzt jedes Mal, wenn ich das bei anderen Fotografen sehe, da würde ich am liebsten einschreiten, ich kann mich dann immer noch zurückhalten. Das heißt, das ist einfach dieses Ding mit der Größe der Lichtquelle in Relation zum Motiv, ne? Das sollte man einfach nicht machen. Softbox macht nur dann weiches Licht, wenn du wirklich nah rangehst, aber nicht 10 Meter weit wegstellen, vor allem mit so einem kleinen Systemblitz. Dann kann man es auch gleich sein lassen. Der zweite Verschlussvorhang ist ein ganz oft so ein Missverständnis, was ich mitbekomme, was oft gleichgesetzt wird mit der Direct-Shutter-Technik. Also wenn man sagt Direct-Shutter-Technik, dann denkt man gleich an zweiten Verschlussvorhang. Das heißt im Endeffekt aber nichts anderes, als dass man die Momente verpasst. Das heißt, Verschluss geht auf und am Schluss blitze ich. Verschluss geht zu und kurz bevor der Verschluss zugeht, blitze ich. Da ist der Moment schon weg. Und deswegen blitze ich erst, der Verschluss bleibt dann auf. Weil auf einer Party vor allem geht es ja nicht um die Richtung, ne, in welche Richtung jemand einen Arm bewegt, sondern ich will die Momente einfach kriegen. Und deswegen blitze ich auf den ersten Verschlussvorhang und nicht auf den zweiten. Dann eine ganz oft gehörte Frage natürlich. Welche Einstellung hast du bei, und dann sage ich immer, stopp, die Einstellungen, die ich habe, die sind im Endeffekt völlig irrelevant. Weil die Frage muss eigentlich anders lauten, und zwar, welche Einstellung willst du vornehmen, um was zu erreichen? Die Einstellung, die gibt es nicht. Und ich habe mir zum Beispiel früher immer Spickzettel gemacht, ganz kleine Spickzettel habe ich mir in die Tasche getan, auf Hochzeit mitgenommen, um für Standard-Settings schnell irgendwie mal reinzugucken und dann schnell was aufzubauen, damit ich immer so dasselbe Ergebnis habe. Aber tatsächlich in der Praxis habe ich das nie in Anspruch genommen, weil einfach die Zeit nicht da war, ne, bis ich das erst mal angeguckt habe. Und in der Zeit habe ich die Einstellung schon selber gefunden. Und das folgt eigentlich immer wieder demselben Rezept mit LiveView oder wie auch immer, sich das Licht so einzustellen, wie man es haben möchte. Also vielleicht in meinem Fall immer ziemlich unterbelichtet. Dann die Blitze reinholen und das war es eigentlich. Das ist das ganze Geheimnis dazwischen. Und man sollte sich deswegen nicht auf irgendwelche Daten von anderen Shots konzentrieren. Ich habe übrigens einen kleinen Tippfehler hier drin, wer es schon gesehen hat. Darum geht es nicht, sondern wähle die Einstellung, die du für dein individuelles Setting jetzt gerade brauchst. Und nicht die Einstellung, die irgendwo auf dem Zettel stehen, die irgendjemand an irgendeinem Bild irgendwo notiert hat. Weil du wirst in einer anderen Situation völlig andere Einstellungen brauchen. Ja, und what's in my bag? Das ist nicht gerade wenig. Ich habe es probiert mit Less is More, aber ganz ehrlich, es funktioniert bei mir nicht. Es ist immer mehr geworden. Nur einfach mal, dass ihr so einen kleinen Übersicht habt, was alles in meiner Tasche drin ist. Das ist ein bisschen einiges. Da tue ich euch nachher auch im Facebook nochmal einen Link zu, wo ich in meinem Blog eine genaue Auflistung habe, was wirklich an diesen ganzen Teilen ich alle auf eine Hochzeit mitschleppe. Da gibt es auch Links dazu. Manche sind natürlich auch Amazon-Affiliate-Links. Also das sind so die, meine Taschen sind voll. Und ja, ich bin alleine unterwegs, tatsächlich. Also komplett alleine. Jetzt kommen wir aber zu den allerwichtigsten Sachen überhaupt. Die Mac-Mods. Stative, welche Stative ich empfehlen kann, gibt es auch auf meinem Blog in den Links, gibt es auch einen Link zu den Stativen. Ich mag vor allem die Manfrotto Mini-Kompakts ATs. Die sind super, weil die haben einen kleinen Beindurchmesser und damit kommt man wunderbar durch die Gäste durch, ohne irgendwie die Dinger hochheben zu müssen und Leuten ein Auge ausstechen zu sollen, ne, aus Versehen.
Was ich immer mit habe, wie gesagt, gehen wir nochmal kurz zurück. Hier sind es nur 7 Plätze, eigentlich sind es 8 oder 9. Einfach aus dem Grund, weil ich auf der Party wirklich gerne mit Dauerfeuer blitze. Und auch wenn ich hier mit Akkupacks arbeite, irgendwann sind die einfach überhitzt, auch manchmal ganz bewusst, weil ich wirklich gerne mit voller Leistung, volle Kanne auf die 12, nicht frontal, sondern aus dem Hintergrund blitze. Und deswegen habe ich so viele Blitze mit. Das heißt, wenn ein Blitz überlastet ist, kommt er einfach runter, der nächste kommt drauf und weiter geht die Party. Das Wichtigste ist sind die Mac-Mods. Und zwar, was man immer braucht, ist ein Grip. Das heißt, der Grip, der an den Blitz drankommt, an den wiederum werden die magnetischen Dinge alle, ich tue das mal hier, ne? Das wäre der hier. Ganz wichtig, ohne den geht gar nichts. Das Allerwichtigste überhaupt ist im Endeffekt der Grid und die Sphäre für mich. Und vielleicht auch das Gel. Das sind die 3 wichtigsten Dinge. Ohne die funktioniert einfach gar nichts. Einfach deswegen, weil der Grid, der bündelt das Licht auf ungefähr, ich glaube, 20 Grad oder um den Dreh, 20 Grad müssen das sein. Wenn du den Grid nicht drauf hast, dann geht das Licht überall hin und mit dem Grid kann ich einfach ganz gezielt bestimmte Dinge ausleuchten, die ich haben will. Und deswegen ist für mich der Grid das Allerwichtigste. Das heißt, ich würde auch nicht direkt alles kaufen, sondern fangt wirklich mit den allerwichtigsten Sachen nur an. Das ist für mich der Grid, wie gesagt, die Sphere, weil die Sphere übrigens, nächstes Missverständnis, die Sphere-Kraft macht kein weiches Licht, sondern die streut das Licht so, dass du einfach einen schönen Verlauf zwischen Schatten und Licht hast. Das ist einfach alles. Das Licht bleibt trotzdem hart. Und der Grid ist einfach wunderbar dazu geeignet, ja, Sachen wirklich in den Fokus zu rücken. Dann gibt es noch den Snoot. Das ist ein Ding, den wirklich punktuell, das ist vor allem für Deko-Sachen ganz cool, oder wenn du Ringe fotografieren willst oder ganz kleine Dinge, auch für Porträts ist das wunderbar geeignet. Tatsächlich, natürlich ein bisschen mehr auf Abstand. Das ist so ein Spezialwerkzeug. Und genauso ein Spezialwerkzeug ist auch der Beam. Das ist dieses große Ding unten rechts. Das ist allerdings eine Spielerei. Das heißt, das ist nice to have. Must to have ist für mich der Grid, die Sphäre und der Gelhalter. Und nice to have sind dann Sachen wie der Beam, der Snoot und die Gobos, die auch zum Beam gehören. Das, wie gesagt, habe ich auf meiner Webseite ganz genau nochmal aufgebröselt. Da gibt es auch Beispielbilder, welches Bild, was genau, in welchem Lichtformer genutzt wird. Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Punkten von meiner Präsentation, um euch wirklich zu zeigen, wie ich auf Hochzeiten blitze. Das sind so meine 14 meistgenutzten Blitzsettings, ein Quick and Dirty Exkurs. Das ist Punkt 1, aufhellen und isolieren. Das ist das, was ich mit den Grids immer gerne mache und wie ich auch auf Hochzeiten angefangen habe. Das heißt, oben rechts zum Beispiel das Bild mit dem Kind, mit dem Fußball und dem Drink in der Hand, mit der Sonnenbrille. Da mache ich das sehr, sehr oft, dass ich wirklich das Tageslicht massiv unterbelichte. Das heißt, Blende 1,4, 8000stel Sekunde, ISO 50 und den Blitz dann in der linken Hand halte. Das heißt, ich habe dann wirklich so laufe ich damit rum und kann dann ganz langen Arm machen und die Leute einfach indirekt anblitzen mit Highspeed-Sync, das heißt die Synchronisation von der Kamera überbrücken sozusagen. Das können manche Blitze können das, manche nicht. Deswegen, wenn ihr sowas machen wollt, nehmt euch einen Blitz, der wirklich auch Highspeed-Sync-fähig ist. Und das ist das, was ich einfach liebe, das Tageslicht zu killen und die Leute auszuleuchten und dieses gewisse Film-Noir-Feeling zu kreieren. Links übrigens habe ich auch einen Blitz genutzt, auch wenn man es nicht wirklich sehen kann. Da habe ich von hinten einmal das Paar angeleuchtet und von ganz rechts mit einem großen Reflektor, den ich genommen habe, einfach einen Blitz durchblitzen lassen, um die einfach ein bisschen von vorne aufzuhellen. Das war tatsächlich auch so, das ist so mein Signature-Shot, kann man sagen, mit dem hat irgendwie alles angefangen und seitdem ist alles ja ziemlich crazy geworden, kann man sagen. Birafon fragt, ob ich auch Aufsteckblitze oder größere Godox AD400 benutze. Tatsächlich nein, nur Systemblitze bis jetzt. Also keine großen Dinger. Ich schleppe schon so genug mit, da will ich nicht noch so einen riesen Teil mit mir rumschleppen. Technik Nummer 2, der Kontrastausgleich. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass ich
den Blitz, also Motive, die im Schatten liegen, mit der Sonnenlichtstärke einfach angleiche. So wie hier. Das Mädel stand direkt in der Sonne, rechts und links, das, die Schatten, die wurden von so großen Schirmen ausgelöst. Vorne stand jemand im Schatten, das war ihr Mann, das ist der Nelson. Und den habe ich einfach mal einen Blitz von links so aufgehellt, dass das Licht auf ihm und auf ihr fast gleich ist. Das ist der Kontrastausgleich. Und das ist im Endeffekt eine ganz oft genutzte Technik. In welchem Kamerasystem ich arbeite? Mit Canon tatsächlich. Canon 5D MK4. Dann die Technik mit der Farbtemperatur. Ganz oft genutzt auch. Das ist so ein bisschen für, damit kannst du ganz bestimmte, für ganz bestimmte Moods sorgen. In dem Fall einfach habe ich das Paar blau angeblitzt, also mit einem blauen Korrekturfilter. Full Blue heißt der, Full Blue CTB. Damit wird das Paar quasi eingeschlumpft, blau eingeschlumpft, wird blau. Wenn ich dann nachher in Lightroom die Farbtemperatur wieder hochdrehe, dann werden die Hauttöne wieder realistisch, aber der Hintergrund wird natürlich viel, viel wärmer, als er in Wirklichkeit ist. Das heißt, mit einem Shot kann ich im Endeffekt mir später Arbeit in Lightroom ersparen oder Photoshop, sondern mache das einfach mit dem Blitzen. Umgekehrt geht das natürlich auch. Stellt euch vor, ich blitze das Paar jetzt mit einem Orangefilter an, drehe dann nachher in Lightroom die Farbtemperatur so runter, dass die Hauttöne wieder real werden, so ungefähr auf 3000 K oder so, und dann wird der Himmel extrem blau werden. Und dann kannst du richtig schöne Farbmoods auch kreieren. Bouncen, das ist natürlich etwas, was ich auch sehr, sehr oft mache. Also sobald ich irgendwie sehe, da gibt es helle Wände, Decken, Tücher, dann bounce ich fast immer. Und zwar auch nicht mit der Kamera auf dem Blitz, sondern habe eigentlich immer den Blitz in der linken Hand und bounce an die Decke. Passen diese Special-Blitzbilder in meine normale Reportage? Ja, absolut, definitiv. Weil ich blitze, das passt auch gut zu dem Thema hier, zu der Technik, ich blitze wirklich sehr viel während der Reportage. Gerade wenn ich drin bin in solchen Situationen wie hier, ich habe eine weiße Decke, dann bounce ich fast immer. Einfach, weil es wunderschön da weiches Licht macht und trotzdem den Hintergrund ein bisschen ausblenden kann. Da geht es einfach wieder nur um die Frage, welche Einstellung ich habe. Will ich das ganze Umgebungslicht zeigen? Will ich wirklich nur das zeigen, was mir wichtig ist? In dem Fall die Braut vorne mit den Augen auf dem Rücken und beim Verabschieden von den Gästen. Wie gesagt, Bouncen ist eine richtig geile Technik. Ist super easy. Und dann der Klassiker, die Fake-Sonne. Hier habe ich zum Beispiel einfach von ganz aus dem Hintergrund, die Sonne war schon untergegangen, mit voller Power von hinten mit einem orangenen CTO-Filter, Full-CTO, blitzen lassen, sodass halt einfach der Eindruck entsteht, dass da hinten so die Sonne so ein bisschen untergeht. Und habe das Paar vorne noch einfach mit einem anderen Blitz aufgehellt. Hätte ich hier keine Blitze benutzt, wären die wahrscheinlich komplett im Dunkeln verschwunden. Spiegelung. Ich liebe Spiegelung. Wenn ich im Pfütze sehe oder Autoscheiben, dann drehe ich total am Rad. Finde ich total geil. Ich erzähle euch übrigens gleich am Ende noch was zu den Workshops. Das ist eine geile Technik, indem man, stellt euch vor, wenn ich das Paar so fotografiert hätte, ohne Blitze, wäre das Paar komplett in der Dunkelheit verschwunden. Deswegen stelle ich meistens manuell, weil es sehr schwer ist, auf die Leute zu fokussieren, auf das Paar ein. Auch hier habe ich wieder unterbelichtet, blitze das Paar an und das war's. Also das ist wirklich keine Magie. Das ist einfach nur Malen nach Zahlen. Das ist alles. Kurze Frage von Carsten. Wie schließt du denn verwacklungsfrei, wenn du die Cam nur in einer Hand hast? Verwacklungsfrei geht immer, ne? Über 60. Sekunde. Ist überhaupt kein Problem. Und das hier ist, wie gesagt, auch nochmal so ein Beispiel für den Kontrastausgleich. Das ist im Endeffekt dieselbe Technik. Das Licht, was draußen ist, was ihr hinter ihr seht, so das Licht vom Himmel, und das Licht, was auf dem Paar ist, ist ungefähr dieselbe Helligkeit. Das heißt, du kannst natürlich auch Techniken kombinieren. Lichtbrechende Objekte. Das finden die Gäste manchmal ganz lustig, wenn ich da auf einer Hochzeit bin und dann schleiche ich da rum, gucke mir irgendwelche Gläser an, knie mich da nieder, guck mir ein Glas an, als hätte ich zum ersten Mal dieses Weinglas gesehen. Manchmal nehme ich das Gästen auch einfach so aus der Hand, ohne die zu fragen. Meistens frage ich schon vorher und die gucken dann erstmal ein bisschen verwundert, aber nachher haben sie dann verstanden, was ich gemacht habe, wenn sie dann die Bilder sehen. Ich nutze einfach gerne Objekte, die schon vorhanden sind, um mit Licht zu arbeiten. Zum Beispiel hier habe ich einfach von hinten ganz stark blitzt, wo der Opa seine Rede gehalten hat, habe die Gläser, die im Vordergrund standen, ganz normale Weingläser,
bin da ganz nah rangegangen, ich glaube mit 35 mm. Und das sorgt einfach für ein gewisses Bam. Das ist so das, was ich einfach mag. Das ist Spielerei. Das ist wie für mich wie im Sandkastenspiel. Das heißt, immer sich umgucken. Jedes Objekt, was du auf einer Hochzeit siehst, kann dir irgendwie nützlich sein. Silhouetten. Eine super einfache Technik. Hier nur mit einem einzigen blauen Blitz gemacht, als Farbkontrast zu der hellen Lampe. Und mit Silhouetten kannst du einfach, im Endeffekt funktioniert das so, den Hintergrund anzublitzen. Stell euch das mal, oder andersrum, stell euch das mal komplett ohne Blitz vor. Ihr würdet jetzt nur diesen hellen Lichtstreifen sehen und die Lampe. Das Paar wäre völlig im Dunkeln. Und ich habe dem Bräutigam, den gebe ich jetzt, habe ich hier den Blitz in die Hand gegeben. Der hat den Hintergrund angeblitzt mit einer Sphäre und einem blauen Blitz. Und dadurch zeichnen sich einmal diese Kontur von den beiden ab. Und es ist eine super geile, schnell zu fotografierende Technik. Allerdings birgt das die Gefahr, dass das Paar, sagen wir, in einer gewissen Anonymität versinkt. Ne? Die werden austauschbar. Das hat eine gewisse Dramatik, aber das muss man immer bedenken. Man erkennt die nicht wirklich. Ja, das ist so der Nachteil. Dann Shoot-Through. Feuer. Wenn ich Feuertöpfe sehe, dann springe ich rum wie ein kleines Kind. Denke mal, ja, Feuertopf, voll geil. Und dann dasselbe Ding. Ich habe hier einen Blitz benutzt, mit dem ich dann einmal das Paar angeblitzt habe. Wenn ich wirklich keine Zeit habe, drücke ich einen Blitz einmal am Gast in die Hand, sage hier, halt mal, richte mal bitte genau dahin und nimm auch immer die Hand und sag, nicht bewegen. Weil was ein Gast macht, du gibst dem Gast die Hand in die Hand und sagst, halt mal Blitz so, und der macht irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber das funktioniert nicht. Deswegen muss man den Gästen immer genau sagen, du musst dahin blitzen, den Blitz halten und beweg dich keinen Millimeter von der Seite. Und da gehe ich dann, wie gesagt, einfach hin mit dem 20 mm wirklich nah an die Funken ran. Es wird wirklich heiß, die Dinge können aber einiges ab, deswegen haben wir ja tolles Equipment. Und wie gesagt, ich schone mein Equipment nicht wirklich, sondern es ist einfach nur Werkzeug. Wenn es kaputt ist, wird es repariert oder neu gekauft, ganz einfach. Und unten habe ich zum Beispiel während dem Sektempfang, da war gerade ein bisschen Luft, habe ich einfach das Tablett, wo gerade die Waitress langgelaufen ist, habe ich gesagt, oh, warte mal, Moment, kannst du mal kurz nochmal hier, ne? Die stand eigentlich direkt neben mir, hat das Tablett die ganze Zeit so gehalten. Ich habe das Paar in den Hintergrund gestellt, habe einen anderen Gast einfach das Tablett rot anblitzen lassen und von dem Hintergrund das Paar wiederum anblitzen lassen. Und so entsteht zwischendurch innerhalb von ein paar Minuten ein richtig geiles Bild, was einfach die Reportage auch auflockert. Also ich mache das auch gerne, um ja für Auflockerung zu sorgen. Zum Beispiel auch, guter Übergang zu dem Punkt 10, die Farbmoods. Das heißt, das ist eine Location, wenn du das jetzt ohne Blitz gesehen hättest, es wäre einfach eine Kunstlichthölle gewesen. Es wäre einfach stinklangweilig gewesen. Der Kronleuchter, die Tür vorne wäre völlig abgesoffen, weil das Licht war hinten allein vom Kronleuchter erhellt. Vorne dieser Raum, der große Saal, wo nachher der Tanz war, mit den Flügeltüren, der war einfach nicht beleuchtet. Und dann hast du Zeit und kannst einfach auch rumlaufen und experimentieren und sagen, okay, was will ich machen? Ich habe hier die Flügeltüren. Die Flügeltüren will ich anleuchten. Nehme ich mal blau oder cyan, wie es hier der Fall war. Also lege ich einen Blitz auf den Boden, ganz einfach mit dem Farbgel und blitzt den nach oben. Was passt zu blau? Orange. Farbkontraste. Also das ist immer was, womit ich arbeite. Farbkontraste sind einfach fürs Auge extrem interessant und fesselnd. Hab dann einfach einen Blitz genommen und den einfach in meine Richtung feuern lassen und musste dann eigentlich nur abwarten, dass ein Gast sich gerade so bewegt, dass er den Blitz nicht komplett verdeckt. Und das ist eigentlich schon alles. Ja? Und mit diesen Bildern kann man aus Scheiße Gold machen, wie ich immer gerne sage. Aus einer komplett langweiligen und nichtssagenden Szenerie irgendwas Besonderes machen. Ja, Partikel anblitzen, das liebe ich ja. Also Rauchbomben, Regen, alles, was irgendwie aus kleinen Partikeln besteht, kannst du von hinten anblitzen. Deswegen freue ich mich immer wie bekloppt, wenn die Wettervorhersage sagt, ja, es gibt irgendwie, keine Ahnung, schlechtes Wetter, es soll regnen. Und ich so, ja, geil, es regnet, perfekt. Und klar, das Brautpaar guckt dann erstmal blöd, ne? Aber das kläre ich mit denen schon direkt beim Vorgespräch. Sind das so Sachen, wenn ich sage, wenn es regnet, scheißegal, lass uns rausgehen, machen wir ein paar geile Bilder im Regen. Das ist cool. Und hier hat es nicht geregnet, sondern ich habe einfach dieses Tor gesehen und habe gewusst, okay, wenn ich einmal eine Rauchbombe anmache, und die natürlich so durch das Gitter zieht, dann brauche ich einfach nur einen Blitz von hinten und einen Blitz auf das Brautpaar. Und schon hast du einfach so ein Bäm,
so das, was ich halt liebe, so Dramatik. Es könnte aus einem Edgar Wallace-Film sein. So, das ist so das, was ich immer so im Kopf habe. Und wie gesagt, hätte ich Blitze nicht benutzt, wäre das Bild komplett schwarz gewesen. Und da auch wiederum visualisieren. Drag Shutter, das liebe ich auf der Party. Da bin ich richtig süchtig nach. Das heißt, was ich wirklich mache, alle einfachste Technik, hier sind auch keine anderen Blitze im Spiel gewesen, sondern wirklich nur ein Blitz, den ich in der Hand habe, in der linken. Mit dem laufe ich wirklich rum und blitze wie ein Derwisch, wirklich auf Dauerfeuer manchmal, mit, ich glaube, hier waren es 14 mm. Wichtig ist einfach, dass ich auch hier habe ich das Licht so weit runter belichtet, dass ich das Umgebungslicht an sich nicht mehr wirklich sehe, sondern Personen, die im Hintergrund sind, schon ziemlich schnell absaufen und wirklich nur die Leute anblitze, die im Vordergrund sind. Was ich aber brauche, ist auf jeden Fall Lichtquellen im Hintergrund. Lampen, irgendwas. Wenn der Hintergrund komplett dunkel ist, dann macht das natürlich, hast du nicht diese Lichtschlieren. Ne? Und noch ein Punkt, der beim Blitzen auch wichtig ist für mich, ich gehe wirklich nah ran. Also wie man hier sieht, der Typ da oben, der war wirklich ganz nah ran und das auch 14 mm. Manchmal hänge ich der Braut auch wirklich in den Haaren, also Vollkanne in der Fresse drin. Aber es stört wirklich niemanden. Also die Leute nehmen dich einfach nicht wahr. Das ist einfach eine Art von deiner, ne, wie du darauf zugehst. Ich hab mal auch nach einer Hochzeit, hat mir ein Gast gesagt so, ey, Rossi, so voll krass, ey, wie du abgehst und hier mit so einem Grinsen auf dem Gesicht, als wärst du sonst auf einer Droge. Das macht mir einfach so einen krassen Spaß. Das heißt, ich springe da wirklich rum auf der Party, ich tanze mit den Leuten, ich springe da rum wie so ein kleiner Flummi und das springt auf die Gäste über. Und dann merken die dich, dann nehmen die dich nicht mehr als Fremdkörper wahr, sondern die sehen nur so, krass, wie der abgeht und der, was für ein Einsatz und so. Und schon hast du ein mega Brett Brett im Schuh? Nee, wie heißt das? Dingens, Stein im Brett, genau. Und ja, die Party-Settings. Ne? Es gibt nicht das Standard-Party-Setting. Das werde ich ganz oft gefragt, wie blitzt du auf einer Party? Okay, im Endeffekt gibt es ein Prinzip, das heißt, ich setze Blitze in den Hintergrund und lasse die sehr gerne farbig immer nach vorne blitzen. Das heißt, ich blitze immer gegen die Blitze, das Paar ist dazwischen. Allerdings kann man das extrem variieren. Wie bei dem einen Tanzbild, was ihr gesehen habt, das blaue, da habe ich mehrere Blitz-Settings aufgestellt. Das heißt, ich mache gerne mal ein Zangenlicht, wo ich das Paar von parallel von beiden Seiten anblitzen lasse. Dann habe ich ein zweites Setting auf der zweiten Gruppe, weil Blitze haben ja verschiedene Gruppen, A, B, C. Man kann jedem verschiedenen Blitzen verschiedene Gruppen zuweisen. Und hier habe ich halt dann wiederum aus dem Hintergrund blitzen lassen. Und dann kannst du noch für ein drittes Setting sorgen und kannst dann wirklich innerhalb von 5 Minuten zwischen 3 Settings einfach umswitchen, indem du einfach die Gruppe ansteuerst und sagst, okay, das habe ich, jetzt experimentiere ich mal und versuche mal was komplett anderes. Und so kannst du dann auch die Seiten wechseln. Das heißt, es gibt wirklich nicht das Setting, sondern man muss immer sich überlegen, was will ich eigentlich machen? Also was ist meine Vision? Was für ein Ergebnis will ich haben? Und dann einfach mache ich dieses Mal nach Zahlen. Unterbelichten, Blitze reinholen und fertig. Kleiner Tipp, nimmt den DJ und stellt ihn einfach mal in die Mitte, lasst ihn ein paar Pirouetten drehen wie Prinzessin Lillifee. Ich teste die ersten Shots immer ganz schnell mit dem DJ. Einfach nur, um grobe Einstellungen reinzukriegen und den Rest mache ich dann später. DJ-Licht, ja, integriere ich manchmal. Das Problem ist, wenn du LED-DJ-Licht im Rücken hast, also diese krassen, brutalen Strahler, die aussehen, als wäre da gerade eine Neutronensternexplosion gewesen, die kannst du nicht mit dem Blitz überpowern. Der hilft im Endeffekt nur vielleicht erwatschen oder so. Also ne, wenn Kommunikation nicht klappt oder Steckdose ziehen, aber in den meisten Fällen klappt Kommunikation. Das heißt, ich gehe dann wirklich zum DJ hin und frage, hey, kannst du mal dieses wunderschöne Grün vielleicht mal auf Null drehen, wenigstens für einen Tanz? Ja, aber das sieht doch so cool aus. Nee, bitte, bitte, bitte. Einfach, vertrau mir. Mach's einfach kurz aus, 5 Minuten. Kommunikation ist alles. Ohne Kommunikation funktioniert das nicht. Und natürlich die totale Blitzeskalation, das liebe ich ja. Ne? Einfach so totales Auslöppen. Das mache ich gerne, wenn Zeit ist. Auch hier hinten sieht man ja den großen Print, den ich da habe. Das mache ich immer dann, wenn wirklich Zeit ist, um die Party ist schon ein bisschen am Laufen, die Leute stehen draußen, im Sommer kannst du das cool machen und du siehst einfach, es ist dunkel irgendwo, du siehst eine dunkle Location und das Paar hat gerade Bock, vielleicht 10 Minuten einen richtig geilen Scheiß zu machen
dann holt sie noch 2, 3 angetrunkene Gäste und los geht der Spaß. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Statt dem Konfetti könnte man hier zum Beispiel auch Stunthamster nehmen oder irgendwelche anderen fliegenden Sachen. Ne? Ich hatte zum Beispiel die Idee, irgendwann mal einen Flummi zu nehmen. Ich habe mir 500 Flummis gekauft und wollte das eigentlich dieses Jahr machen, aber es klappt ja nicht, deswegen, ne, weil keine Hochzeiten. Wollte statt dem Konfetti einfach 500 Flummis in die Luft werfen, die wirklich auf dem Boden hin und her springen und von der Seite oder von unten angeblitzt werden und dann so so ein dreidimensionales Gefühl geben sollen, wie so Planeten, die da irgendwo überall im Dunkeln verteilt sind. Das steht auf jeden Fall noch aus. Das habe ich auf jeden Fall vor, mal zu probieren. Und wie ich das gemacht habe, ist im Endeffekt auch, ja, ganz einfach. Das könnt ihr übrigens auch auf meiner Webseite genauer nachlesen. Da gibt es nachher auch noch einen Link dazu. Das habe ich in meinem Blog stehen. Es ist im Endeffekt super simpel. 30 Sekunden, 20 mm, F16, in dem Fall mit Sigma Art, geht nur bis 16, ISO 100. Und innerhalb von 30 Sekunden ist das entstanden. Das heißt, kein Photoshop, nix, sondern wirklich nur direkt aus der Kamera, natürlich mit dem Edit drauf. Aber im Endeffekt sah das schon sehr, sehr ähnlich aus, wie es halt aus der Kamera rauskam. Schritt 1. Ich laufe los, das heißt, der Verschluss geht auf, ich laufe los und blitze das Paar mit dem Grid volle Kanone in die Fresse, wirklich. Weil es muss wirklich hell sein, es ist nämlich, die Blende ist komplett zu, du brauchst viel Blitzleistung. Also boom, boom, auf das Auge, auf die Köpfe, den Körper vielleicht anblitzen, wie man möchte. Gleichzeitig läuft ein betrunkener oder gerne auch angetrunkener Gast oder auch ein nüchterner mit einem Lichtschwert rum und sorgt für diese Lichtschlieren drumherum, das Lilane. Gleichzeitig renne ich dann, nachdem ich das Paar angeblitzt habe, in den Hintergrund und blitze Richtung Kamera. Und das sind diese Blitze, die ihr hier seht, diese hellen aus dem Hintergrund. Das bin ich. Das heißt, ich bin die ganze Zeit im Bild eigentlich, aber man sieht mich nicht, weil ich nicht angeleuchtet werde von Licht. Gleichzeitig hinter mir stehen ein paar Verrückte und machen wirklich Haarspray und Feuerzeug und haben Spaß wie kleine Kinder. Das ist immer sehr lustig zu sehen. Die haben wirklich einen Spaß daran. In der Zeit bin ich nach vorne gerannt und habe ungefähr noch 10 Sekunden, greife da dann in einen neben dem Stativ stehenden Sack mit Konfetti, schmeiße ihn in die Luft und nehme dann den Auslöser, der daneben steht, und versuche, das beste Timing abzuwarten und blitze den Blitz, lasse das Konfetti von unten mit einem Blitz, der vor dem Stativ liegt, anblitzen. Das Ganze ist im Endeffekt nichts anderes als einfach nur ein Gefühl für gutes Timing und vor allem nicht stolpern, weil meistens ist es wirklich ja, sehr dunkel. Ja, kommen wir nochmal auf ein paar Behind-the-Scenes. Blitzen am bewölkten Tag für ein bisschen Sonnenfeeling. Hier sieht man, ne, das Paar steht hier. Ich habe einmal nur 2 Spheres eingesetzt. Konfettikanon to go. Action. Manchmal habe ich Glück und ein paar Gäste machen auch ein paar Bilder hinter den Kulissen. Carsten schreibt, wenn alles Konfetti dann über dem Gesicht liegt, ja, dann hast du Pech gehabt. Dann muss man den Shot nochmal machen. Deswegen mancher Timing, Gefühl dafür kriegen, weil man auslösen muss. Ja, und aus diesem Bild, das ist das Making-of, und herausgekommen ist dann sowas. Das ist dann einfach ein Beispiel dafür, dass du den Einsatz von Blitz nicht wirklich im Bild bewusst wahrnimmst. Im Endeffekt habe ich hier einfach von links mit einem CTO-Gel die beiden angeblitzt, sodass sie diesen gewissen Schimmer im Gesicht haben. Auch nicht so stark angeblitzt. Man sieht das so an der Brust von der Braut, da sieht man so einen Schattenwurf, da kann man sehen, okay, da wurde geblitzt. Es könnte aber auch ein Sonnenstrahl sein, der irgendwie durch die Abendwolken heruntergebrochen ist. Das ist alles. Ja? Dann noch ein kleines Behind the Scenes. Oh ja, die Schmetterlinge, genau. Tobi, wie heißen die Aufsätze für die Blitze bei dem Making-of? Ich glaube, du meinst genau die MacGrids. Vielleicht machen wir gleich noch ein kurzes Question and Answer, dann versuche ich darauf einzugehen. Nochmal bitte zurück zum Setaufbau. Wie gesagt, das Setaufbau, das habe ich so auch auf meiner Seite, in meinem Blog, ganz genau aufgebröselt. Vielleicht nochmal reingucken, ne? Weil, wie gesagt, ich habe noch ein paar Sheets. Genau, Max 4, ja. So, es ist Essen. Ne? Ich sitze da und gucke mir so das an, so sitze neben den Gästen, habe genau diesen Blick auf die Bar. Eigentlich total hässlich, also nichts Besonderes. Ne? Ja, und dann denke ich mir so, okay. So, und dann hatte ich schon das Rezept
das mal nach Zahlen, was will ich machen, hatte ich schon im Kopf. Dann bin ich aufgestanden, habe mir das mal angeguckt und habe gesagt, okay, alles klar, was will ich jetzt machen? Unterbelichten, Hintergrund anblitzen, die Lampen einbeziehen und heraus kommt dann sowas. Ne? Also das ist auch wieder nur ein Mal nach Zahlen, ein Visualisieren von Bildern, die du vorher schon im Kopf hast. Das heißt, ich denke einfach im Kopf, ich stelle mir das vor, wie sieht das unterbelichtet aus? Was passiert, wenn ich den Hintergrund anblitze? Weil es ein grauer Hintergrund an ist, brauche ich wahrscheinlich relativ viel Leistung, um das aufzuhellen. Und dann nehme ich einmal noch einen Blitz und blitze das Paar an und nehme die Lampen ganz vorne im Hintergrund, die orange werden, wenn du so unterbelichtest. Ne? Das Auge nimmt sowas so wahr. Also das ist das, was das menschliche Auge wahrnimmt. Das gleicht das ja aus. Das Hirn gleicht diese ganzen Farbfehler, diese ganzen Farbstiche, werden ja im Endeffekt ausgeglichen. Man muss halt nur wissen, was das für einen Effekt macht, wenn du es auf, ich glaube, 5000, 6000K fotografierst, also einfach für Weißbalance, dann nehme ich immer die Blitze, Blitz-Weißbalance, einfach unterbelichten und schon hast du halt sowas Krasses. Und das macht mir so mega Spaß. Ja, die vier Faktoren. Diese vier Faktoren beeinflussen das Bildergebnis. Das ist eine Hausaufgabe für euch. Und da hoffe ich doch mal bitte, schreibt mir doch bitte mal in den Facebook-Thread vielleicht rein, was ihr meint, welche dieser Faktoren nicht die Blitzhelligkeit beeinflusst. Hier habe ich mich vertippt, es sollte nicht heißen Bildhelligkeit, sondern Blitzhelligkeit. Welche der vier Faktoren, Verschlusszeit, Blende, Empfindlichkeit und Blitzleistung, beeinflusst nicht die Blitzhelligkeit? Das ist eine Hausaufgabe für euch. Bitte genau mal angucken. Und wenn man das kapiert hat, dann hat man eigentlich schon alles kapiert. Dann muss man eigentlich gar nichts mehr lernen. So einfach ist das. Wie gesagt, ich verrate jetzt noch nicht das Ergebnis. Ganz am Schluss werde ich euch das Ergebnis verraten, aber ihr sollt erstmal noch ein bisschen nachdenken. Ne? Das inverse Lichtsabstandsgesetz, das hatten wir vorhin schon mal. Ganz grob, wie gesagt, das ist einmal ein kleiner Hack, den man nutzen kann, um nicht unbedingt die Blitzleistung zu verstellen, sondern was muss ich tun, wenn ich sehe, ich habe jetzt einen Blitz in der Hand, ich bin während der Reportage, ich blitze hier den Trauzeugen beim Ankleiden an und es ist noch ein Tick zu hell. Was muss ich machen, um einfach für etwas weniger Licht auf dem Kopf zu sorgen, ohne gleich alles möglich zu verstellen? Was muss ich da machen? Dazu muss man das inverse Lichtabstandsgesetz kennen. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass das Licht proportional mit dem Quadrat der Entfernung zur Lichtquelle abnimmt. So wie das bei Jasmin und Tim gerade war mit dem Diagramm. Da gibt es auch einen Link dazu übrigens, den werde ich euch auch nochmal in meinen Thread gleich reinsetzen. Und das sind eigentlich die zwei Dinge, die für mich am allerwichtigsten sind. Also das inverse Lichtabstandsgesetz, zu verstehen, was passiert. Man muss nicht das Physikalische dahinter verstehen. Ganz ehrlich, ich war in Mathe eine Null in der Schule. Ich war total die Null. Ich habe nichts gecheckt. Physik, total Niete. Gleichzeitig aber finde ich Physik extrem faszinierend. Man muss nicht verstehen, warum es so ist. Man muss einfach nur verstehen, was passiert, wenn das und das geschieht. Ne? Also was passiert, wenn ich einen Blitz anstatt 1 Meter, 2 Meter weit weg halte? Was passiert dann? Das ist im Endeffekt alles. Und diese vier Faktoren, um die geht es. Und jetzt löse ich es auf. Es ist tatsächlich, ja, die Verschlusszeit. Die Verschlusszeit, die beeinflusst nicht die Blitzhelligkeit. Das heißt, mit der Verschlusszeit kann ich sagen, okay, Blitz passt, aber das Umgebungslicht, das ist mir noch irgendwie, ist mir noch zu dunkel. Was mache ich? Ich gehe einfach mit der Verschlusszeit von zum Beispiel 200stel auf 60stel Sekunde runter. Dann ist die Blitzleistung, es bleibt dieselbe, aber das Umgebungslicht wird einfach ein bisschen heller. Ich habe einfach mehr von der Umgebung nachher drauf. Das ist im Endeffekt eins von den aller wichtigsten Sachen, die man immer im Kopf haben muss. Die Verschlusszeit von der Kamera beeinflusst nicht die Blitzhelligkeit. Das ist im Endeffekt alles. Ja, jetzt wird man sagen, ach, ich kann ja nicht blitzen, weil es finden ja gerade keine Hochzeiten statt. So, ich kann das gar nicht machen. Möp, hallo, Moment, wie war das mit dem Mindset? Blitzfotografie ist auf jedes Sujet anwendbar. Die Prinzipien, die Technik, die Physik dahinter, die bleiben immer dieselben. Das heißt, was ich für Hochzeiten mache, kann ich einmal auf andere Projekte adaptieren. Also, was mache ich jetzt, was macht der Rossi in Zeiten einer Pandemie, wenn er keine Hochzeiten fotografieren kann? Kreativ werden und adaptieren. Und zwar
mache ich hier gerade, das ist mein aktuelles Projekt, da werde ich auch nochmal einen Link in die Shownotes tun. Sven, hey, ab in die Shownotes, ne? Kleiner Insider. Ich habe mir gedacht, ich habe keine Hochzeiten, also was mache ich? Ich gehe raus und fotografiere die Unternehmen, die, ja, noch 6 Minuten, ich weiß, ich bin gut in der Zeit. Fotografiere die Unternehmen, die gerade von der Krise betroffen sind, und zwar fotografiere ich sie so, wie sie hier noch keiner gesehen hat. Und ich mache genau das, was ich auf Hochzeiten mache, nur, dass ich es dann einfach auf eine andere Thematik übersetze. Und ich bin dann bei den Leuten, bei den Unternehmen, nehme so 1,5 Stunden Zeit ungefähr, fotografiere 4, 5 Settings, fotografiere die Unternehmen in ihrem leeren Laden oder wo auch immer. Wie gesagt, wir können jetzt nicht auf die einzelnen, noch eine Stunde dran, könnte ich glatt machen. Ich kann jetzt nicht auf die einzelnen Aufbausettings reingehen, sondern ich gehe nochmal durch, weil ich will euch ja nochmal das Goodie gleich mitteilen. Und dann entstehen solche Sachen. Das ist also ein Beispiel, wie hier 5 Blitze eingesetzt. Hinten habe ich Blitze an die Wand blitzen lassen, ein Snoot aufs Gesicht und von ganz rechts nochmal ein bisschen Aufhellung mit einem Grid. Das ist alles. Das heißt, ohne Blitze wäre dieser Raum wahrscheinlich auch ziemlich düster. Dann war ich hier bei einer Weinbar, einer kleinen, und habe dann dieses Bild gesehen und irgendwie, also dieses, ne, das Setting, die Blumen, diese leere Wand, und habe sie dann einfach, es kam ein bisschen Licht von links aus dem Fenster, aber es reicht mir noch nicht, also habe ich einfach wieder unterbelichtet, sie mit einem Blitz angegriddet, mit einem Grid angeblitzt und fertig. Und ich bleibe vor allem in Form, ich bleibe in Blitzform sozusagen, ich roste nicht ein. Das war dann wiederum ein sehr aufwendiges Setting, 5 Blitze. Und für alle nochmal, ich erzähle euch gleich, was ich dann, den ganzen Vortrag werde ich übrigens einfach mal für alle, die jetzt dabei waren, nochmal in PDF packen und auf meine Webseite tun und euch allen nochmal einfach als Link auch schicken dann, beziehungsweise in Facebook notieren, damit ihr euch das ganze PDF, die ganzen 60 Seiten auch nochmal angucken könnt. Ist das ein Deal? Ja, die Nebeneffekte von dem Projekt, ich kann meine Reichweite noch ein bisschen steigern, ich kann meinen Wiedererkennungswert noch mal festigen und vor allem meine eigene Positionierung, meine Marke noch mal ein bisschen ausbauen, was ich jetzt durch Hochzeit nicht kann. Aber lustigerweise denke ich mir jetzt einfach so, hey, ja, ich gehe jetzt einfach vielleicht ein bisschen Richtung Businessfotografie. Warum muss Business immer so sein, wie man Businessbilder kennt? Man kann es auch anders machen, so ein bisschen kreativer. Hier habe ich zum Beispiel 2 Musiker fotografiert. Und das ist einfach nochmal das Prinzip, wie ich Bilder aufbaue. Das heißt, ich habe die 2 erstmal nur mit 2 Blitzen angeblitzt. Das war eine Unterführung. Dann habe ich gedacht, hey, nimmst du noch ein Farbgel dazu? Erst das Magenta, dann das Gelbe. Dann habe ich nochmal ein Blaues dazu getan und dann kam der Prisma nochmal dazu. Das ist einfach so, die Dinge entwickeln sich auch, während sie passieren. Ja, das ist ganz wichtig. Fazit. Blitze sind kein Hexenwerk. Blitze sind einfach nur Allzweckwaffen, sind einfach nur Werkzeuge. Man muss sie nicht irgendwie sehen wie, oh Gott, das ist der Heilige Gral oder neutronenverstrahlte Dinger, die man nicht anfassen darf, wie bei Simpsons die Brennstäbe oder so. Es sind einfach nur Werkzeuge. Man muss da einfach so die Angst davor ein bisschen verlieren. Blitzen macht Spaß und es kann süchtig machen. Und es kann vor allem die eigene Bildsprache auf wirklich ein neues Level nochmal erweitern. Ja, und jetzt ist Goodie Time. Die letzten 3 Minuten. Heute gibt es das PDF, was ich normalerweise immer auf unseren Workshops anbiete, das kriegen alle unsere Workshop-Teilnehmer, gibt es heute anstatt zum Normalpreis, der aktuell bei 60 Euro liegt, für den Wiedereinführungspreis damals für 39,95, da könnt ihr bei mir das Blitz-Inspirations-PDF bestellen. Es ist ein Inspirations-PDF, ganz wichtig, Inspiration, ne? Also kein Workshop-Ersatz, aber es zeigt euch nochmal, was ist machbar. Und da drin werdet ihr finden 100 Seiten insgesamt mit 70 Bildbeispielen, Einstellungsdaten und Erklärungen, wie die Bilder aufgebaut sind. Auch so ein paar Behind-the-Scenes nochmal dabei. Und schreibt mir einfach mit dem Codewort May the Flash be with you, entweder am liebsten via Mail, weil dann habe ich es alles ein bisschen übersichtlicher, wenn ihr das haben möchtet, weil ich leider ich habe keinen Webshop. Ich bin total oldschool. Das mache ich alles ganz manuell. Das heißt, ihr kriegt das PDF mit eurem persönlichen Passwort, einfach, was ich für euch mir ausdenke, zugestellt. Ich schreibe euch ganz normal eine Rechnung und dann bekommt ihr das, wie gesagt, für den ermäßigten Preis von, ja, 40 Euro. Und ja, wenn ihr Fragen habt,
Wenn ihr Fragen habt, ne, ich bin erstaunt, dass ich die 60 Minuten geschafft habe. Ich habe mich, wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr auf die Details eingegangen, aber ihr könnt euch vorstellen, wie das an einem Workshop zugeht, der über 10 Stunden geht. Die 10 Stunden sind nur vorbei. Normalerweise mache ich mit Heiko diese Workshops. Allerdings, es ist momentan wegen Corona schwierig von der Zeit her, weil er auch noch als Arzt arbeitet. Es ist gerade schwierig einfach. Das heißt, er sagte, mal gucken, es steht noch kein neuer Workshop fest. Ich plane aber, Einzelworkshops demnächst anzubieten. Dazu gibt es auch in Kürze dann mehr auf meiner Webseite zu sehen, weil ich dafür noch ein Konzept ausdenken muss. Und ja, in diesem Sinn würde ich einfach sagen, wenn ihr Fragen habt, haut's in die Shownotes, schreibt's mir in Facebook, in den Thread rein, bombardiert mich mit Fragen, ich versuche wirklich jede zu beantworten. Würde ich sagen, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, haben wir es. So, geil. Oh Gott, auf die Minute, Mann, auf die Minute. Ich glaub's nicht, ich bin so stolz auf dich. Ah. Rossi, du hast Gas gegeben, Junge, ja, geil. Ich hab's versucht, ja. Und alle haben hier super Vortrag, cooler Vortrag, also. Danke dir, durchdrehen wie Rossi. Hey, danke, du durchdrehen wie Rossi, das ist doch mal was, ja. Hey, das ist echt, Helge, das ist echt eine lustige geil. Idee. Also durchdrehen wie Rossi. Warum nicht? Doch, du bringst mich auf Ideen, ja. Also ein T-Shirt machen, so durchdrehen wie Rossi. Geil. Super. Also wie gesagt, genau. Wenn ihr Bock habt auf das PDF, guckt euch an. Wie gesagt, läuft alles komplett manuell. Ich habe leider noch keinen Webshop, aber es geht nicht anders. Manchmal muss man einfach auch die Dinge oldschool angehen, ja. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Hey, Marco Frodo, mein Dozent von früher. Marco Frodo, grüß dich. Ja, mein Dozent ist auch da. Wie geil. Grüß dich, Marco. Ja, ich bin erwachsen geworden. Naja, mit 42. Ja, geht so, ne? Also, wenn ihr Fragen habt an Rossi, yes, dann schreibt es auch rein. Ihr könnt auch reinschreiben. Geile Grüße. Vernetzt euch auch in der Gruppe. Wichtig ist, es vernetzt euch. Macht da, tut da eure Instagram-Links, Facebook-Links und so weiter reinstellen. Könnt ihr euch vernetzen. Vielleicht kommt ihr aus der Nähe. Und ach, mein Bruder war auch da. Geil. Oh Mann, oh Mann. Der Nico. Ja, cool. Also, dann gehen wir rüber. Walter Weber wartet nämlich schon. Danke euch und bis dann. Ich gehe auch rüber. Ja, ciao. Bis dann. Tschüss.